So, dieses Video kann als Teil 2 des vorigen Videos angesehen werden. Es geht weiterhin um die Grundlagen von Kellerautomaten. Es gibt noch ein paar Fragen zu klären und es gab auch in den Kommentaren noch Fragen, die ich beantworten möchte. Und es gibt auch mehrere Arten, Kellerautomaten zu definieren. Da gibt es einige Varianten, die alle gleich mächtig sind. Was genau das heißt, zeige ich später und wie diese Varianten aussehen. Also in diesem Video klären wir diese Sachen. Okay, kommen wir zur ersten Frage. Das war, wofür brauchen wir dieses Keller-Startsymbol? Wichtig zu sagen ist, es ist ein Keller-Startsymbol und kein Keller-Endsymbol. Wir haben unsere Automaten beim letzten Mal so definiert, ja, und das ist nur eine von vielen möglichen Definitionen, ja. Wir haben sie so definiert, dass am Anfang auf dem Keller das Keller-Startsymbol steht und das nennen wir C0. Ja, und was für einen Sinn hat das überhaupt, dass wir am Anfang schon ein Symbol auf den Keller raufschreiben? Das ist ganz einfach, wenn wir uns nochmal unsere Definition von solchen Regeln ansehen. Wir hatten gesagt, da soll erst irgendein Eingabesymbol stehen, dann ein Semikolon, und dann soll genau ein Kellersymbol dort stehen, dann ein Pfeil und dann vielleicht irgendein Wort aus Kellersymbolen. Ja, und ein Wort, erinnern wir uns auch nochmal, ein Wort kann auch Länge 0 haben, das heißt, hier darf man Epsilon hinschreiben. Wir dürften ein Wort der Länge 1, der Länge 2 beliebig lang hier hinschreiben, ja. Aber wichtig ist, dass an dieser Stelle hier, an dieser ersten Stelle, das ist das Kellersymbol, was wir lesen. Und hier muss genau ein Kellersymbol stehen, nach unserer Definition beim letzten Mal. Und ja, dann erschließt sich wahrscheinlich auch der Sinn des Keller-Startsymbols. Wenn der Keller nämlich am Anfang leer wäre, dann könnten wir überhaupt keinen Übergang machen, ja. Wir können nach unserer Definition von Kellerautomaten nur Übergänge machen, Zustandsübergänge, wenn auf dem Keller oben irgendein Symbol steht. Wenn der Keller leer ist, dann können wir gar keinen Übergang machen. Ja, und das wäre ein sehr unnützes Kellerautomatenmodell, was man dann hätte. Ja, deswegen brauchen wir in dieser Definition unser Keller-Startsymbol. So, ich nehme das hier nochmal weg und das tue ich mal darüber. Jetzt möchte ich nämlich hier eine Variante hinschreiben. Was hätte man stattdessen tun können? Man hätte Regeln zulassen können von dieser Form. Also wieder ein A, ups, das soll kein Pfeil sein. Dann ein Semikolon, also unser Eingabesymbol, was wir lesen. Natürlich dürfte da auch wieder ein Epsilon sein. Ja, dürfen auch Epsilon-Übergänge machen. Und dann hier an dieser Stelle ebenfalls ein Epsilon. Und dann hier wieder irgendein Wort aus Kellersymbolen. Ja, wir benutzen für Kellersymbole immer Großbuchstaben und für Eingabesymbole immer Kleinbuchstaben, damit wir da nicht durcheinander kommen. Und dieses Epsilon hier bedeutet dann, man darf auf dem Keller auch einfach mal nichts lesen in einem Übergang. Ja, also man könnte sagen, Kellerautomaten sind so, wie wir sie definiert haben, und zusätzlich sind noch solche Übergänge erlaubt, wo hier ein Epsilon an dieser Stelle steht. Und das heißt dann, dieser Übergang hier, der darf gemacht werden. Also wenn der jetzt an so einer Kante dran steht, ne, so, dann dürfen wir von hier nach hier gehen, wenn wir ein A lesen. Und es ist völlig egal, was auf dem Keller steht. Sogar wenn der Keller leer ist, dürfen wir diesen Übergang dann machen und einfach AB oben raufschreiben auf dem Keller. Ja, das wäre eine Variante von Kellerautomaten. Und das ist eine zu unseren ursprünglichen Kellerautomaten gleichmächtige Variante. Ja, wenn man sowas hier zulässt und dann wieder guckt, was für Sprachen kann man mit denen erzeugen, dann wird man wieder genau dieselben Sprachen rausbekommen, was ja auch dieselben Sprachen sind, die kontextfreie Grammatiken erzeugen können, was wir aber noch nicht gezeigt haben. Ich werde mal sehen, ob ich das dann in einem der nächsten Videos mache oder ob ich versuche, das wegzulassen und stattdessen ein paar andere Inhalte mal zu behandeln, die von euch gewünscht wurden. Ja, okay, also das wäre eine Variante. So, bei der zweiten Variante, da ändern wir jetzt das Akzeptanzverhalten des Kellerautomaten. Und zwar ist es eigentlich eine Vereinfachung, muss man sagen, denn dieser Automat hier, der hatte Endzustände und wir stellen uns jetzt mal vor, Kellerautomaten, die keine Endzustände haben. Ja, da wird man erstmal denken, ja, wenn die keine Endzustände haben, dann erkennen die auch kein Wort. Aber wir definieren dann auch noch das Akzeptanzverhalten um und wir sagen, nicht mehr ein Kellerautomat akzeptiert das Wort, wenn er in einem Endzustand gelandet ist,
er hat ja jetzt keine mehr, sondern wir sagen, der akzeptiert das Wort, wenn er das zu Ende gelesen hat natürlich und dann der Keller leer ist. Dann hätten wir also schon drei verschiedene Definitionen für Kellerautomaten. Ja, und die sind tatsächlich alle drei gleichmächtig. Ja, egal ob wir einen normalen Kellerautomaten haben, also normal im Sinne von so wie wir ihn am Anfang definiert haben, oder ob wir diese Übergänge hier noch zulassen, oder ob wir sagen, wir akzeptieren ganz anders, der hat überhaupt keine Endzustände, sondern der akzeptiert ein Wort genau dann, wenn der Keller leer ist und wir das Wort zu Ende gelesen haben. Ja, jedes Mal bekommen wir dieselbe Sprachklasse. Das heißt, wenn wir irgendeinen von diesen Automaten haben, von dieser, dieser oder dieser Sorte, dann können wir ihn nach irgendeinem Verfahren auch umbauen in einen Automaten der beiden anderen Varianten, der dann genau noch dieselbe Sprache erkennt. Ja, das sind alles eher kleine Beweise und die möchte ich eigentlich alle gar nicht durchführen. Ja, es ist dann meistens so, also ich kann ja mal beispielhaft sagen, wie man zum Beispiel von diesem Automat hier, den wir hier hatten, ne, unser Standardmodell, wie man den umbauen würde in einen Automaten der Variante 2, also einen Automat, der per leerem Keller akzeptiert. Ja, da würde man das so machen, man guckt, an welcher Stelle an welcher Stelle sind hier überhaupt die Endzustände. Okay, hier ist nur dieser eine Endzustand. Dann fügt man hinzu einen weiteren Übergang. Da darf man mit jedem beliebigen Kellersymbol rübergehen und als Eingabe gar nichts, einfach nur Epsilon. Ja. Und dann wird das hier ein Kellerleerungszustand. Ja. Hier lesen wir auch weiterhin nichts, aber ganz egal, was da oben drauf steht, wir löschen es. Und mir fällt gerade auf, dass wir hier den gar nicht brauchen, denn wir hatten gar kein B in unserem Kelleralphabet letztes Mal. Also nur diese beiden Übergänge hier. Ja, und sowas in der Art, also man braucht diesen Kellerleerungszustand hier. Und dann macht man von jedem Endzustand einfach einen Übergang, der den Keller gleich lässt, erstmal und einfach in diesen Kellerleerungszustand reingeht. Ja, in diesem Kellerleerungszustand, da dürfen wir nichts anderes machen, als einfach den gesamten Keller löschen. Ja, das heißt, immer wenn wir vorher in den Endzustand gekommen sind, kommen wir jetzt in unserem neuen Automaten in diesen Kellerleerungszustand und leeren dann den Keller und dann akzeptieren wir das Wort. Und dieser neue Automat hat dann natürlich keinen Endzustand mehr. Das heißt, wir können das hier wegradieren. Der hat nur noch Normalzustände. Ja, kein Zustand ist jetzt mehr irgendwie besonders gekennzeichnet als Endzustand. Und da müsste man sich aber jedes Mal wieder Details überlegen. Hätte es nicht sein können, dass hier irgendwie vorher schon der Keller geleert wird? Ja, und solche Probleme müsste man doch dann noch jeweils lösen. Ja, und das möchte ich jetzt hier nicht machen. Ich sag nur, es geht. Und man kann zeigen, dass die alle äquivalent zueinander sind. Und viel wichtiger ist eigentlich dann die Frage, warum sind diese Kellerautomaten auch gleichmächtig mit den kontextfreien Grammatiken? Den Beweis, den werde ich dann vielleicht in einem der nächsten Videos machen. Vielleicht werde ich mir das auch noch ein bisschen aufsparen, weil ich auch ganz gern noch andere Themen anschneiden würde. Mal sehen, wie ich damit weiterkomme. Aber ganz unabhängig davon, mir fällt gerade auf, dass wir immer noch nicht gesagt haben, was für eine Sprache dieser Automat hier erkennt. Ja, ich mal zur Einfachheit halber, glaube ich, mache ich die nochmal zur alten Version. Ja, so sieht das doch ein bisschen schöner aus. Und wir wollen uns überlegen, was für eine Sprache der Automat erkennt. Ich hoffe, wir erinnern uns noch, wie er ungefähr funktionierte. Ja, wenn wir ein Wort mit diesem Automaten akzeptieren, dann sind wir im Endzustand gelandet. Ja, und wie kommen wir da rein? Die Struktur des Automaten ist sehr linear. Ja, wir müssen, wenn wir hier anfangen, erst nach da und dann nach hier. So, wir kommen also nur von hier. Und hier rüber dürfen wir nur gehen, wenn da ein C0 oben auf dem Keller steht. Ja, und man sollte jetzt darauf achten, dass wir nirgends im ganzen Automaten mal ein neues C0 raufschreiben. Ja, also hier C0 wird ersetzt durch C0, da belassen wir es so. Hier C0 wird ersetzt durch AC0, da schreiben wir was oben rauf. Ja, aber wir schreiben nie ein weiteres C0 rauf. Das heißt,
wir haben die ganze Zeit nur ein einziges C0 und das ist ganz unten auf unserem Stack. Und was macht dann dieser erste Zustand? Er schreibt A's auf den Stack und zwar genauso viele A's, wie wir als Eingabesymbol lesen. Hier zum Beispiel hätte er 2 A's draufgeschrieben. Und wie werden wir diese A's wieder los? Ja, wir wollen ja dann irgendwann von hier nach hier gehen. Wir werden sie genau durch das Lesen von B's wieder los. Ja, genau für jedes B können wir ein A löschen. Das heißt, nur wenn wir genauso viele B's löschen, wie wir vorher, so viele B's lesen, wie wir vorher A's gelesen haben, nur dann steht da oben wieder ein C0. Und deswegen kommen wir auch nur dann, wenn gleich viele A's wie B's hintereinander stehen. Ja, erst A's, dann B's. Deswegen kommen wir auch nur dann in diesen Endzustand. Und daraus folgt, dass dieser Automat die Sprache der Wörter A hoch N, B hoch N erkennt. Ja, was auch ein bisschen darauf hindeutet, dass die Keller-Automaten dasselbe können wie die kontextfreien Grammatiken.